Ganz herzliche Grüße nach Niedersachsen aus der Deutschen Sporthochschule in Köln. Mein Name ist Ingo Frohböse und ich danke insbesondere Herrn Bartling und Frau Pitzner, dass Sie mich eingeladen haben und auch aufmerksam gemacht haben auf dieses wunderbare Projekt Gesund und mobil älter werden. Ich habe mir das angeschaut und muss wirklich sagen, das Projekt ist lobenswert und vor allem auch einzigartig in seiner Anlage. Und leider kann ich ja persönlich bei Ihrer Veranstaltung nicht mit teilnehmen und mit dabei sein. Und dementsprechend richte ich also einige Grußworte hier aus Köln an Sie. Die Sporthochschule ist ja die größte Sportuniversität der Welt und wir beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren natürlich auch mit der Wirkung und gerade mein Lehrstuhl. Wie wirkt körperliche Aktivität, Bewegung und Sport auf die Gesundheit, Mobilität und Selbstständigkeit auch von Senioren und älteren und betagteren Menschen? Und da können wir eindeutig sagen, es ist wie ein Jungbrunnen, der zwar nicht jünger macht, aber der jung hält. Und das ist das ganz Entscheidende hier, dass wir über die Lebensqualität, und die erreichen wir über regelmäßiges körperliches Aktivsein, so viel positive Stimuli für alle Organsysteme, für die Psyche, für die sozialen Kontakte, für die Emotionen, für die Kognition erfahren, dass es sich wirklich lohnt, dass wir viel mehr Menschen zur körperlichen Aktivität begeistern. Und insofern ist gerade angesichts des auf die Gesellschaft zukommenden demografischen Wandels, denn wo wir ja mittendrin sind, ist enorm bedeutsam, dass wir hier aktiv werden und die Senioren wirklich begeistern, selbstständig etwas zu tun. Denn, und das ist leider auch immer die schlechte Botschaft bei Sport, man kann Gesundheit nicht kaufen, die muss man selber machen. Und da ist Bewegung und körperliche Aktivität immer noch der beste Motor. Ich bin als kleiner Junge in den Sportverein eingetreten. Meine Eltern haben mich angemeldet, ich glaube, in meinem zweiten Lebensjahr in eine Turngemeinde. Und dort wurde im Winter geturnt und im Sommer eben Sport und Leichtathletik getrieben. Aber auch viele Spielsportarten wurden allgemein im Handballverein, der war direkt um die Ecke, war ich auch noch aktiv. Aber angesichts dessen, was ich dort erlebt habe in meiner Familie, war ich sofort begeistert davon, weil meine Eltern, Oma und Opa, alle waren sportlich aktiv und dies ein Leben lang. Und ich weiß genau, dass sie viel davon profitiert haben, dass ihre Gesundheit und ihre Stabilität, ihre Leistungsfähigkeit sie wirklich darauf zurückzuführen haben, dass sie so lange aktiv und sportlich im Leben waren. Mein Vater war sein Leben lang zum Beispiel Sportabzeichenabnehmer. Jeden Mittwoch bei uns auf der Anlage war er unterwegs und im Winter im Schwimmbad oder in der Turnhalle. Und auch meine Mutter hat unzählige Male das goldene Sportabzeichen gemacht und das ist auch gut so. Mein Schwiegervater, der wird im Oktober 89 und er hat bis zu seinem 87. Lebensjahr in einem Fitnessstudio Sport getrieben. Training gemacht. Fast jeden Tag war er dort auf dem Fahrradergometer, auf dem Ruderergometer. Selbst an Trainingsgeräten hat er seine Muskeln gestellt. Angesichts dessen, dass Corona ihm das jetzt verleitet und er auch zunehmend an Polyneuropathie leidet, ist es ihm leider nicht mehr möglich. Aber das, was ich sehe, dadurch, dass er eben diese körperliche Leistungsfähigkeit Jahre, Jahrzehnte lang aufgebaut hat, profitiert er heute noch davon. Er ist selbstständig und mobil, er lebt zu Hause. Er gestaltet sein Leben komplett. Meine Frau hilft ihm natürlich in den wesentlichen Aufgaben des täglichen Lebens, aber grundsätzlich hat er es geschafft, durch eine hohe sportliche Leistungsfähigkeit fast 85 Jahre lang diese aufzubauen oder sogar 87. Und jetzt ist er also quasi immer noch in der Lage, die Pflegebedürftigkeit, die irgendwann sicherlich auch bei ihm kommen wird, irgendwann so hinauszuschieben, dass es dann immer noch Zeit genug ist, wenn er es denn meint. Und da zeigt sich wieder, dass körperliche Aktivität einer der wichtigsten Garanten für Selbstständigkeit und selbstständiges Leben auch im Alter darstellt. Das Motto lautet nur, und da haben die Kölner ja wie immer wunderbare Sprüche, je oller, je doller. Das heißt, je älter ich werde, umso mehr muss ich dafür tun, meine Selbstständigkeit und meine Fitness und Leistungsfähigkeit und Vitalität zu erhalten. Von nix küt nix, wie wir so sagen. Und das bedeutet, ja, wir müssen uns engagieren, wir müssen uns wirklich in unseren Tageskalender reinschreiben und vor allem erkennen, es lohnt sich immer. Auch in jedem Alter lohnt sich schon heute wieder der Beginn dessen, körperliche Aktivität auszuführen. Denn was gibt es besser, als sich so ein bisschen zu verausgaben, richtig zu verspüren, wie der Körper aktiv und wieder in Wallung gerät? Das sind doch Erlebnisse, die brauchen wir alle.